Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich mit euch live hier einen Tournament Run von einem relativ kleinen Discord-Server machen. Zumindest hoffe ich das. Es sind noch 10 Minuten bis Tournament Beginn und es ist noch nicht jeder online. Einige sind zwar schon am Trainieren, aber es fehlen derzeit online, muss ich kurz gucken, 1, 3 Spieler sind noch nicht da. Naja, ich werde das Ganze hier euch nahebringen, indem ich meine Wiederholungen hoffentlich speichere. Wenn ich zu blöd bin und es verpenne, wird es sehr schmerzhaft und ich nehme hier live nur die Audio auf, die ich euch dann eben drunter schneide und dazwischen habt ihr hoffentlich auch ein bisschen was. Bevor wir hier mit irgendwas loslegen, ich rechne mit absolut keinem Erfolg. Es kann gut sein, dass... Wartet. Ja, ihr werdet mein Button-Mashing hören, weil ich nehme halt mit Headset auf und spiele im Handheld-Modus. Da geht's halt schlecht ohne. Ich hoffe aber, es ist nicht allzu schlimm. Auch hallo an meine englischen Zuschauer, die vielleicht da sind. Ich hoffe, ihr habt Untertitel in diesem Video. Das ist zumindest der Plan. Auch wenn ich in den Kämpfen vermutlich allgemein nicht viel reden werde. Bevor wir loslegen, möchte ich euch kurz die 8 Teilnehmer des Turnieres vorstellen. Das Ganze findet auf dem Cooper Castle Tournaments Discord-Server statt. Das Bracket ist komplett gerandomized. Und zwar haben wir als ersten Teilnehmer, ich hoffe ihr seht im Hintergrund einen Screenshot, Matt Cooper, der Serverinhaber, gleich auf der ersten Stelle. Jeder darf 2 Charaktere eintragen. Er hat sich mit Luigi und mit Bowser angemeldet. Ich habe schon ein paar Mal gegen ihn gespielt, Friendlies. Ich war auch dabei, ich bin hier komplett OG auf dem Server. Nachdem wir eine lange Friendly-Session hatten, ist der Server hier entstanden. Fast alle Bowser-Clips meiner ersten Montage habe ich gegen ihn gelandet, aber ich weiß, dass man ihn definitiv nicht unterschätzen darf. Er hat auch gezeigt, dass er sich gut anpassen kann. Als im ersten Turnier, bisher habe ich 3 auf diesem Server mitgemacht, im ersten Turnier war er letztendlich der Grund, weshalb ich rausgeflogen bin in einem unfassbar knappen Match, weshalb natürlich ein Rematch schon irgendwie cool wäre. Ich habe mich mit Kairul und Mewtwo eingeschrieben, glaube aber nicht, dass ich Mewtwo nutzen werde. An zweiter Stelle haben wir direkt DaWaddler26. DaWaddler ist schon hier ein absoluter Titelfavorit. Er ist sehr sicher so mit der beste Spieler auf dem Server. Unfassbar krass drauf, der Typ. Hat auch Matt Cooper schon gesagt, wird lustig im Loser-Bracket. Er rechnet selber nicht damit, irgendeine Chance zu haben. DaWaddler hat sich nur mit Pokémon Trainer eingeschrieben. Einen zweiten Charakter braucht er gar nicht, ist er optimistisch. Und ich glaube, da hat er relativ recht mit tatsächlich. Dann haben wir Imsile als Spieler, Spielerin 3. Ist vermutlich der Teilnehmer, von dem ich am wenigsten weiß. Ein Kirby-Main hat sich mit Kirby und Roy eingetragen. Kann ich nicht viel sagen. Ich habe ein paar andere befragt vom Server. Sie haben gesagt, dass das eben... Nee, das war ein anderer Spieler, lol. Nee, von Imsile habe ich eigentlich nicht wirklich eine Ahnung. Genauso wenig wie von Teilnehmer 4, Marsh. Ich weiß nur, dass er bereits einen Titel hat auf diesem Server. Die Sieger bekommen nämlich immer Ränge für die Turniere. Und das war in einem Doubles-Tournament, in dem er mit DaWaddler26, der glaube ich bisher fast jedes Turnier gewonnen hat, geteamt hat. Apropos, es gibt hier 2, 3 Mods auf dem Server und eben den Inhaber DaWaddler. Die Mods und er hosten manchmal Turniere. Ich bin einer dieser Mods und das heutige Turnier ist auch von mir gehostet. Wenn ihr dem Server beitreten wollt, ich hoffe, ich habe einen Link in der Beschreibung. Teilnehmer Nummer 5, Bottom Text, ist vermutlich mit DaWaddler zusammen der Titelkandidat Nummer 1. Ein wirklich sehr guter K-Rule-Spieler, was mich immer freut, der auch Luigi spielt. Hat wirklich schon viel gerissen, hat auch bereits Turniere gewonnen. Kandidat 6,
bin ich selber. Ich muss in Runde 1 gegen Bottom Text ran. Vielleicht sogar im Casual Ditto. Ich denke auch, ich werde sofort ins Loser Bracket droppen. An Stelle 7 haben wir Japan. Einen der einzigen Corrin-Spieler, die man in diesem Spiel finden wird. Ich meine, Digga, sucht nach Corrin-Mains. Ja, ein auf jeden Fall decent Corrin. Ich sag's, wie es ist, sehr wenig Selbstbewusstsein. Hat bereits hier vorher gesagt, wird wahrscheinlich exposed, weil er ist es, glaube ich, er sie so scheiße ist. Ich erinnere mich nur an das eine Mal, als ich relativ neu auf dem Pop-Duan-Discord-Server war. Und Japan für irgendwie 30 Minuten eine Arena im Alleingang gehalten hat, bis ich irgendwann einen Sieg geholt habe. Wobei die letzten Kämpfe von mir immer relativ gut aussahen. Und Akko habe ich nicht sonderlich viel Ahnung. Ah ja, K-Rool und Luigi hat sich Bottom Text eingeschrieben. Ich, wie gesagt, K-Rool und Mewtwo. Marsh hatte ich auch vergessen. Joker und Cloud. Japan, Corrin und Snake. Die letzte Teilnehmerin ist es sehr sicher, ist Akko mit einer sehr interessanten Charakterauswahl von Little Mac und Melinda. Also, das hat viele sehr überrascht, habe ich mitbekommen auf dem Server. Habe ich mitbekommen. Ist an sich eine decent Spielerin. Also, sorry, wenn du das guckst und bist keine Spielerin. Tut mir leid. Ist decent, aber macht häufig Fehler. Ist wirklich eine Wildcard, haben die anderen beschrieben. Man weiß nie wirklich, was abgeht mit ihr. Das waren die Teilnehmer des Turniers. Ich sag's, wie es ist. Ich rechne nicht damit, ein Set zu gewinnen. Ihr könnt schon relativ sicher mit ein paar Pop-Offs rechnen. Und ja, in 2 Minuten geht das Tournament los. Sobald hier alles gescheit aufgestellt, aufgebaut ist, werde ich euch wieder dazuschalten. Denn natürlich müssen wir noch Arenen aufmachen und alles derartige. Wir haben gerade 4 Uhr, wenn das Turnier beginnen soll. Es fehlen noch 2 Spieler, die online sind. Bottom Text hat bereits geschrieben, dass er nicht mehr erwarten kann, Game 1 zu verlieren. Habe ich ihm auch schon geschrieben. Wie stellt er sich das vor? Er ist um einiges besser als ich. Wir warten jetzt noch auf Dawodler 26 und Marsh. Imsail wird als online angezeigt, hat sich aber noch nicht gemeldet. Matt Cooper hat gerade schon was geschrieben. Bottom Text, Akko und Japan waren bereits in einer Arena zum Aufwärmen. Ganz große Wendung, sehr früh im Turnier. Wir sind noch beim Aufbau. Und es wurde gemeldet, Dawodler 26 als Favorit kann nicht erscheinen und ist damit automatisch disqualifiziert. Der Teilnehmer Marsh ist immer noch nicht aufgetaucht und Imsail ist einfach wieder offline gegangen, direkt nachdem ich gepostet habe, dass das Turnier beginnen soll. Ich würde sagen, ich schreibe das jetzt auch mal. Wenn in 5 Minuten die Teilnehmer nicht auftauchen, sind sie disqualifiziert. Und Matt Cooper wäre sofort in Winners Final, weil seine gesamte Hälfte des Brackets abwesend wäre. Ich habe das jetzt auch geschrieben. Nächstes Update. Die Arena wurde erstellt. Immer noch 3 Spieler fehlen. Wenn sie nicht innerhalb der nächsten 2 Minuten auftauchen, werden sie disqualifiziert und dass die obere Hälfte des Brackets wäre, abgesehen von Matt Cooper, der sich da schon sehr darauf freut, sofort komplett raus. Was mich wirklich stört daran ist, einerseits, stimmt. Ich muss mir das gerade mal ein bisschen angucken. Also erst einmal... Hä? Warte, ich
bin gerade ein bisschen verwirrt davon, wie das dann wäre. Matt Cooper wäre automatisch in Winner Finals. Es könnte gar keine untere Reihe des Loser Bracket irgendwie zustande kommen. Es sind noch... Oh, die 5 Minuten sind rund. Ja, somit sind offiziell Marsh, Imsile und Dawodler aus dem Turnier bereits ausgeschieden. Ich schreibe schon mal... Ich habe schon mal Matt Cooper dafür gratuliert, dass er sich so krass ins Winner Final reingekämpft hat. Wirklich, ich möchte hier einen dicken Applaus für ihn sehen, von allem. Er hat einfach unfassbar gut performt. Ich bin aber wirklich auch nicht in so einer tollen Position dafür, dass das geschehen ist. Denn von mir kann kein einziger Kampf ausgesetzt werden. Matt Cooper hat hier wirklich einen Free-Win, aber da die untere Reihe vollkommen frei ist. Ja, was ich gerade sehe... Oh, die Sache ist die, wenn ich Set 1 gewinnen würde, dann wäre ich tatsächlich bereits sicher mindestens... im Loser-Semifinal. Und zwar dadurch, dass es ja kein Spiel 8 überhaupt geben wird. Kein Spiel 7 überhaupt geben wird. Wodurch ich... Ich bin gerade dumm, sorry. Doch. Dadurch, dass es das ganze obere Bracket nicht gäbe, wäre ich als Verlierer von 8 sicher weiter. Wir werden das alles sehen. Alle, die kommen, sind in der Arena. Und damit geht es los. Ich muss gegen Bottom Text. Super! Ab geht's in das Loser Bracket! Woo! Ich freu mich schon! Ab in Loser! So. Bottom Text wechselt noch seinen Charakter. Ich weiß halt nicht, welchen er vorher drin hatte. Ich denke, ehrlich gesagt, er wird auf Luigi gehen. Die Leute wissen halt, dass ich eigentlich nur K-Rule spiele hier auf dem Server. Alle anderen haben auf den Zuschauerrängen Platz genommen, bevor wir dann gleich nach diesem Best of Three ein weiteres zwischen Arco und Japan haben. Ja, er ist Luigi. Pinker Luigi, ihr könnt natürlich hier den Fighting Start Screen nicht sehen. Ich werde euch da irgendwas anderes bauen. Oh, und er hat das blaue Pigment Profile Picture. Schade, er hätte fast den Fehler gemacht, den sehr viele machen. Und ich werde nie darauf klarkommen, dass tatsächlich... Es ist keine so stabile Verbindung gerade. Ah nein, das war bereits eine gute Option für mich.
Luigi kann Probleme mit Projektilen bekommen. Das ist kein Geheimnis. Und das war ein Missinput. Er hat die Krone aufgehoben und kommt gut wieder auf die Stage. Bekommt die Krone, Alter. Nein, ich hab übel gefailt. Das war die geschenkte Abi. Etwas, das man einem Luigi nie geben will. Aber First Stock ist raus. Ich glaube... Schade, ich dachte, er denkt, ich hätte noch meine Angewohnheit, die ich mir inzwischen abgewöhnt habe, immer zu rollen aus dieser Situation, die ihr gerade gesehen habt. Und hätte ich da die Backair gelandet. Nein. Oh, die Luigi Down B. Die Luigi Down B ballert wirklich rein. Oh, und er hat die Rolle gemacht. Man merkt, er geht wirklich sehr stark auf den Grab. Denn er weiß, wenn Luigi einen Grab bekommt, ist er in einer guten Situation. So. Schöner Damage. Ah. Er hat eine gute Punish-Situation bekommen. Ah, und das ist gar nichts, das ich gut finde. Man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen angespannt. Was allein daran liegt, es sieht aus, als hätte ich eine Chance, Bottom-Text in Game 1 zu besiegen. Oh nein, ganz dumm von mir. Ich habe eigentlich gerade die Dash-Attack gemacht. Nein! Ja, doch! Doch! Das ist Game 1! Das ist Game 1! Das ist Game 1, als ob! Ich hätte null damit gerechnet, dass ich Bottom-Text besiege. So, Safe Replay. Our cause is just. Unsere Sache ist gerecht. Ich habe das Game gewonnen. Ich habe ihn gefragt, ob er den Charakter wechseln will. Also, ich sag's wie's... Oh, er geht auf seinen eigenen Casual. Ich sag's, wie es ist. In einem K-Rule Ditto sehe ich mich sehr auf dem verlorenen Posten. Die Stages sind Random, Omega oder Battlefield übrigens. Die Musik der Original-Stages hört ihr nicht. Jetzt geht's ab, komm. Ich sehe mich zwar auf dem verlorenen Posten, heißt aber nicht, dass es zwingend rum ist. Aber hier, Bottom-Text ist wirklich so ein bisschen vorbildmäßig für mich. Weil sein K-Rule ist super gut. Beide am Jabben. Nein, ich habe gerade Down gedrückt. Boah, er wollte definitiv da was machen. Man merkt vielleicht, dass er wirklich Erfahrung mit dem Charakter hat. Der F-Smash sitzt. Erster Stock weg. Ich gehe in Führung. Und ich falle auf den Trick rein, den ich selber jedes Mal nutze. Nein, ganz mies für mich. Nein! Unfassbar schlimme Situation. Und ich bin aus Versehen gejumpt. Oh! Pff. Das lief versehentlich besser als erwartet. Nein, das sollte ein Down-Tilt sein. Und das sollte eine Down-B. Nein!
mit dem Taunt gebaitet. Das war eigentlich relativ offensichtlich. Ah, schöner Double Jump seinerseits. Ja, Matt Cooper schreibt auch, da wurde ich gerade schon sehr zerpflückt im Second Stock. Nein! Ja. Doch sehr auf dem verlorenen Posten. Schade, da wollte ich auf einen coolen Punish gehen. Ich glaube, nee, ich bin nicht tot. Ich bin noch zurückgerannt. Ich bin zurückgerannt. Man hat es leider nicht gesehen. Scheiße. Das heißt, wir gehen in Game 3. Ich überlege gerade, ob mein Mewtwo eine bessere Chance hätte. Ne, komm. Game 3, K-Rule Ditto. Ich habe ein Game gewonnen. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin glücklich damit. Wir sind auf Omega. Nein, ich habe direkt gegrabt, aber es hat nicht geklappt. Schade. Er nutzt die Neutral Air viel besser als ich. Ja, der Anfang sah gut aus. Ich habe das Gefühl, Bottom Text muss ja einfach regelmäßig in mein Gameplay reinkommen und dann holt er das auch. Jawohl. Okay, ich überlebe. Okay, ich bin nicht tot. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, das trifft mich so nicht. 3F-Smash. Blöd gemacht von mir. Nein, ich wollte grabben. Ganz, ganz, ganz schlecht meinerseits. Und ich muss lernen, dass er das macht. Er macht immer diese Crown. Da darf ich halt nicht reinspringen, ne? Nein! Ich kann nicht taggen im Lag! Das war's! Ich hätte das gewinnen können, aber das Taggen im Lag. Okay, noch nicht zu früh aufgeben. Nein, Roll Get Up verkackt. Als ob. Nein. Was? Er hat es Deed! Was? Ich hab Runde 1 gegen Bottom Text gewonnen. Er meint gerade auch, oh, er ist auch, das belastet ihn. Das belastet ihn. Ich hab Runde 1 gewonnen. Akko und Japan. Die Sache ist die, Bottom Text ist meiner Meinung nach der beste Spieler hier. Er ist ziemlich sicher der beste Spieler hier. Punkt. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern ich euch die Matches der anderen zeige, inwiefern ich die abspeichern kann. Wir sehen Corrin
gegen Melinda. Ich weiß noch, dass Japan gesagt hat, es wäre ihm lieber, wenn Akko gegen ihn Melinda auspackt als Little Mac. Und da hat er ja offensichtlich bekommen, was er wollte. Und da kommen auch die Corrin-Kombos direkt raus. Ich bin einfach glücklich. Ich habe so viel mehr erreicht, als ich dachte in diesem Tournament jetzt schon. Ich kann jetzt auch die nächsten Runden beide verlieren. Obwohl, nee, kann ich nicht. Weil, wie gesagt, wenn ich die nächste Runde verliere, lande ich in einer Losers Round, in der ich keinen Gegner habe. Das heißt, ich kann nicht Losers Round 2 rausfliegen. Ihr wisst das vielleicht nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Losers Round 2 ist mein Fluch. Ich verliere immer Losers Round 2. Ich hab meinen Fluch gebrochen. Ich bin grad so glücklich. Ich muss hier nebenbei auch... Ich kann nicht so gut aufs Match achten, weil ich hier einige Einstellungen machen muss. Das ist das Comeback-Tournament übrigens, nachdem das Ganze hier eine ganze Weile der Server auf Eis lag. Es sieht aber nicht gut für Japan aus. Und ich sag's halt, wie es ist. Akko, ich weiß eben nicht wirklich, wie gut sie ist. Aber Melinda kann mir große Probleme machen. Wenn sie sich allerdings, wenn ich gegen sie kämpfen muss, es ist sie ja Best of Three. Und erstmal muss sie das hier gewinnen. Wenn sie sich entscheidet, Little Mac gegen mich zu gehen, das würde mich doch sehr wundern. Ich muss hier nebenbei, wie gesagt, einige Einstellungen machen. Super Smash Bros. Ultimate ist das Spiel. Ich weiß eben nicht, ob ich die so machen kann einfach. Die Startzeit ist der 28. Ja, ist eigentlich Schnuppe, ne? Ich sag 4 Uhr, juckt nicht. Der Kampf wird noch mal ein bisschen closer, wie ich sehe. Ich starte das Turnier gerade. Ich muss hier ein bisschen mit Challenge, falls jemand die Seite kennt. Last Stock. Matt Cooper gegen Dawodler eintragen. Das Match hat nicht stattgefunden. Daher zählt es als 2-0 Sieg für Matt Cooper. Ich werde einfach hier bei Imsail gegen Marsh, die beide nicht da waren. Übrigens, ihr seht das im Hintergrund hoffentlich, weil dann seht ihr, dass da gerade ein absolut krank knappes Match läuft, bei dem gerade das XXL-Comeback kurz bevorsteht. Japan hat sich von einem 3-1 Rückstand auf eine Last-Hit-Situation gebracht, während eigentlich auch nur Akko Last-Hit ist. Aber Alter, es ist halt wirklich, es tut mir auch leid für dich, ich dachte, das wären es die. Es tut mir auch leid, Bottom Text. Wirklich, du hattest es verdient. Oh, du hattest es verdient. Ich meine, ja, ich wurde zweimal gesuckenkackt und konnte wegen dem Wi-Fi nicht wirklich was machen. Das hat natürlich mich ein bisschen gestört. Und Japan hat gewonnen. Das absolute Comeback. Ich kann saven. Wirklich krasses Match. 1-0. Und nebenbei hier die Aufnahme. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Aber jetzt mal im Ernst. Ich bin gerade so fucking glücklich. Ich habe einfach Bottom Text besiegt. Es kann immer noch passieren, dass ich im Winners Final, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, weil ich da zuerst mal hinkommen müsste. Im Grand Final nochmal könnte ich auf ihn treffen. Oder im Losers Final. Aber ich kann nochmal auf ihn treffen und dann kann er mich... Beide haben gewechselt. Snake gegen Little Mac. Ich sehe ehrlich gesagt Little Mac nicht so in dem Matchup. Kann das sein? Und
gerade spackt die Seite fürs Tournament ein bisschen. Ich weiß halt auch nicht wirklich, wie gut die Charaktere bei den beiden sind. Ich kenne bei Japan nur Corin. Und wie gesagt, Akko absolut keine Ahnung. Wirkt eigentlich wie ein relativ... Ich sag's so, ich glaube, ich könnte diesen Little Mac schon besiegen. Und ja, die Missile ist so gefährlich für Akko. Ich find's auch sehr gut, dass ich die selber abspeichern kann, die Wiederholung. Aber jetzt halt der KO-Punch! Führung! Apropos, das war übrigens allgemein eines der ersten Male überhaupt, dass wir in Game 3 gegangen sind auf diesem Server. Und es war das erste Mal, dass ich Round 1 gewonnen habe. Jetzt mal im Ernst, es glaubt mir keiner, wie glücklich ich darüber bin. Ihr habt nicht die Erfahrung gemacht, die ich habe. Aber erstens ist mein Losers Round 2 Fluch gebrochen. Und ich habe... Ja, ich sag's halt, wie es ist. Vielleicht siehst du das hier Bottom Text. Ich schau so als K-Rule-Spieler schon zu dir auf. Du hast auch übel auf mich gestylt. Ich schau schon echt zu dir auf als K-Rule-Spieler. Und dass ich das gewonnen habe, das ist echt irgendwie eine Ehre für mich. Und da kommt der Snake Up Tilt. Dieses Mal ist es nicht so close. Oh, ich dachte kurz, der F-Smash trifft. Also ich werde sowas bestimmt auch hin und wieder nochmal machen. Es ist halt einiges an Arbeit. Ihr werdet das vermutlich erst in einer Woche oder so auch überhaupt sehen. Vor allem, weil ich auch noch eine neue Montage am machen bin. Oh, schöne Kombo. Ich sag's, wie es ist. Ich kann mir vorstellen... Hier, ich müsste dann Round 2 gegen Japan antreten und gegen Snake würde ich verlieren. Gegen Corin bin ich optimistisch, könnte ich was machen. Die Sache ist die, ich denke, mindestens ein Game würde Japan allerdings Corin gehen, das erste. Sie weiß halt nicht, er weiß nicht, Japan ist sehr sicher, er weiß nicht, wie gut mein K-Rule gegen Snake ist. Aber erstmal macht hier Akko gerade auch einen schönen Little Mac, muss ich sagen. Ich meine, ich mag den Charakter absolut nicht. Oh mein Gott, das ist ja gerade komplette Zerstörung. Akko geht ab. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass mein Laptop abstürzt, aber ich habe eigentlich vieles hier da. Der läuft auch nicht heiß im Moment, das ist halt das Gute. Aber, oh, der Parry und das geht dann halt... Was? Der Up-Tilt hat verfehlt. Akko in einem absoluten Vorteil, das war's. Game 3. Wir sehen das Nächste. Dieser Little Mac, Alter. Das ist ein sauguter Little Mac. Ich hatte eigentlich gedacht, ich werde fast keine Kämpfe hier reinnehmen, aber die sind alle gut. Es geht in Game 3. Ich bin echt gespannt. Oh, es scheint jetzt Corin gegen Little Mac zu geben. Japan sagte ja schon, sie kämpft mit Corin lieber gegen Melinda als Little Mac. Und Melinda war schon sehr, sehr knapp. Aber wir werden es sehen. Und das ist ein ganz guter Einstieg. Wird Akko hier noch das Comeback machen? Von dem 1-0 Rückstand, nachdem Japan in Game 1 ein gutes Comeback gemacht hat. Boah, aber hier kommt wirklich... Corins Kombos sind ein bisschen langweilig, sage ich, wie es ist. Ich schreibe hier natürlich nebenbei auch ein bisschen mit denen, ihr hört da vielleicht die Tastatur. Vor allem, wie gesagt, ich hoste das Tournament heute sogar. Ihr könnt gerne dem Server beitreten. Ihr seht ja auch das Gameplay, was ihr hier so erwarten könnt. Und ich glaube, das wird... Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh was! Ich dachte, da wäre Akko tot. Aber die Corin Down Tilt into Up Air ist wirklich so das Häufigste hier.
ich habe halt schon das Gefühl, dass Kay Rule okay gegen Corrin ist. Also, ich bin relativ zuversichtlich dagegen, aber ich muss eben erstmal gegen Akko kämpfen. Oh mein Gott! Gegen... Was? LOL! Also, das hat nichts gebracht, aber das war schon funny. Das war schon funny. Es ist halt... Das sind wirklich schöne Matches, die wir hier sehen. Oh, das wäre halt... Ich stelle mir das auch gerade vor. Wie gesagt, das ist wirklich so eine Geschichte, das mit Matt Cooper und mir. Das war halt übel knapp. Game 3, Losers Round 2. Er war Mario irgendwie auf 200%. Das war so ein unfassbar knappes Game. Und wenn wir jetzt hier das in einem Winners Final rematchen könnten, das wäre absolut cool. Und Japan hat den Lead definitiv bekommen. Apropos hier, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche, tut mir das sehr leid. Ich bin halt einfach scheiße. Was? War das ein Downthrow? Downthrow tötet fast. Die Sache ist, die Little Mac kann das locker comebacken. Aber muss halt erstmal rankommen. Der Upthrow tötet. Last Stock. Japan in der Vorteilssituation. Es könnte genauso wie bei mir gegen Bottom Texten 1:0, 1:1, 2:1 werden. Und Japan, es sieht wirklich gut aus hier. Oh mein Gott, der SD! Das war's. Das war's. Japan hat gewonnen. Und ich würde sagen, next is Losers 1. Bottom Text gegen Akko. Das ist unser nächstes Match. Das macht gerade aber auch echt Spaß zu casten, muss ich sagen. Ja, beide sind bereits im Ring. Und ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, dass ich das gewonnen habe. Vor allem, ich habe, ergibt Sinn, Leute. Ich wollte gerade sagen, ich habe 2 Matches gewonnen, aber nur 7 Kills. Hä, ja. Und? Ah, cool, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Oh, da kommt gleich wieder der Cable. Und ja, ich weiß, dass hier In-Game-Dead-Meme, beziehungsweise, Bottom Text jetzt echt. Oh, das war mal eine schöne Little Mac Aerial Combo. Der ist echt mad nach dem SD. Und gegen Little Mac. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Akko auf Little Mac bleibt. Nachdem das gerade nicht so toll geklappt hat. Und vor allem gegen K-Rule. Little Mac gegen K-Rule. Oh, das ist halt wirklich ein sehr schlechtes Matchup. K-Rule hat nicht viele gute Matchups, aber Little Mac ist sein Bestes. Punkt. Und das zeigt Bottom Text ja auch. Oh, das war eine schöne Back-Air. Die mag ich. Oh, schöner Versuch. Diese Krone. Wenn ich nochmal dazu komme, gegen Bottom Text zu kämpfen, werde ich auf diese Krone achten. Mich wundert es, dass sein Luigi allerdings gar nicht so viel gebracht hat. Ich hatte ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass sein Luigi vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Aber ihr habt, denke ich, auch gesehen, er ist wirklich ein guter Spieler. Und ja, ich rede sehr viel darüber, war ja auch mein Set. Oh, Akko hat sogar geschafft zu taggen, aber dann noch der Air Dodge. Oh, da will jetzt aber hier Dead Meme nicht so freundlich. Oh, Shield Break. Das ist definitiv der Stock. Aber es ist keine sonderlich gute Situation. Aber man sieht hier. Oh mein Gott, hätte der Up Smash gehittet, wären das... Ich glaube, wenn da noch ein Down Tilt gewesen wäre, ich glaube, Dead Meme wäre tot. Aber das ist unfassbar knapp. Ja, jetzt will... Ey, warum? Ich sag jetzt halt immer Dead Meme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Match schon wieder.
Was ein Match. Ich muss hier noch mal ein bisschen reinhauen. Sie rematchen was? Akko! Was? Das Wort Wildcard passt da. Warum wechselst du denn nicht? Gegen K-Rool auf Little Mac bleiben und dann jetzt auch noch auf Battlefield, das ist nicht gut für dich. Das kann ich sagen. Ich konnte nicht speichern. So, ich gegen Japan. Sie bleibt anscheinend auf Snake. Nein, doch nicht. Sie hat gewechselt, ohne dass ich es bemerkt habe. Wie gesagt, ich bin gegen Corin. Optimistischer. Ich bin gegen Corin optimistischer. Aber Plattformen sind, glaube ich, für mich ein Nachteil. Boah, warum fällt heute da keiner drauf rein? Aber dass ich gegen Corin optimistischer bin, soll hier übrigens auch garantiert nicht heißen, dass ich hier das für einen Free-Win halte oder so, ne? Im Gegenteil. Es wird trotz allem ein hartes Match. Nein, ich wollte auf die andere Seite und F-Smash, da ist der Kill. Da hittet die Dash-Attack. Corins Up-Tilt ist wirklich scary. Ich bin dumm. Ich bin zu oft gerollt bisher. Ich bin gerade wirklich scheiße. Okay, ich krieg zumindest noch ein bisschen Damage raus. Jetzt kommt einiges. Nein, ich Vollidiot. Oh, ich dachte kurz. Ja, das war's. Nicht, was zur Hölle ist Corin Backthrow? Tot. Oder auch nicht. Ah. Da gehen gerade viele Punishes ins Leere. Boah, ich Vollidiot, Alter. Da komme ich nie klar gegen Corin. Ich war gerade am Down-Smash drücken. So, der Down-Throw. Nein. Ich werde gerade ein bisschen greedy, habe ich das Gefühl. Was? Wie habe ich da kein Up-Smash rausbekommen? Was? Also der regt mich jetzt auf. Dash Attack. Es ist fucking intense.
Nein, ich bin so blöde! Oh, das tötet. Ich darf nicht so blöde gehittet werden die ganze Zeit. Neutral Air. Mir war klar, dass das kommt. Ich war auch schon wieder am Schilden. Boah, diese Range. Ohne die Plattform hätte es das sein können. Die Abwehr connected! Ich bin so am Sweaten. Replay gesaved. Schade, dass ich euch das eine jetzt nicht zeigen kann von Arco versus Bottom Text. Aber es waren halt wirklich gefühlt 3 Little Mac Early Deaths. Also, jetzt ist die Frage, bleibt er bei Corrin? Ja. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, wenn wir Omega bekommen, ist das sogar noch ein Vorteil für mich. Ich sehe den Vorteil am Battlefield eher bei Corrin. Ah, wir haben wieder Battlefield. Und diesmal... Nein, so close. Oh, aber die Roll. Ah, und gefällt. So, der Counter. Und die Up-Air. Oh, ich dachte ehrlich gesagt, das könnte schon ein Kill werden. Oh. Als ob. Oh, ich spiele gerade bad. Ja, da kam der Counter-Read. Dash-Attack holt's noch nicht. Ich dachte, ich kann den Counter punishen. Up-Air. Up-Air ist wirklich wichtig, merke ich. Ey, ich hab geschildet. War das ein Shield-Poke? Sah so aus. Und ich werde immer davon getroffen. Das fuckt mich ein bisschen ab, dass ich da ein bisschen blöd bin in der Situation. Nein! Und ich rolle, ich Idiot. Ich bin gerade echt am Choken. Nein, da wollte ich eine Down erzünden. Da landet eine Down her. Nein, das sollte ein F-Smash werden. Dash Attack, free. Ich darf mich nicht von sowas hitten lassen.
Elf Smash! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin in Winners Finals! Ich will wirklich anmerken, ich war noch nie überhaupt in der Nähe. Irgendwo. In der Nähe von Winners Finals. Aber ich hab's. Ich hab's. So, ich muss kurz gucken. Verlierer von 7 wäre Imsail, müsste jetzt gegen warte, Bottom Text und Arco war ein ich habe gesagt, ich brauche eine Minute, bevor wir weitermachen können. Und zwar haben wir einen 2-0-Sieg von Bottom Text gesehen. Dann hat Matt Cooper Imsail besiegt. Hust, hust. Imsail kann nicht kämpfen, daher Bottom Text. Ich habe 2-0 war es jetzt tatsächlich, gegen Japan gewonnen. Japan und Da Wadler sind beide weiter. Nicht Da Wadler, Japan und Bottom Text. Japan müsste gegen Da Wadler rein theoretisch, aber der ist ja nicht da, deswegen. Wir diskutieren gerade, ob wir erst Loser oder erst Winner Finals machen. Grand Finals wird übrigens Best of 5. Und wir beginnen mit dem Losers Final. Ich kann's gerade echt nicht glauben, dass ich in fucking Winners Finals bin. Und Matt Cooper hat keinen einzigen Kampf heute gespielt. Er ist nicht aufgewärmt. Bottom Text macht einfach den, den ich gemacht habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass Japan ein bisschen pissed ist. Gerade eben gegen mich in Winners mit gegen meinen Casual verloren zu haben. Und jetzt gegen Bottom Texts Casual kämpfen zu müssen. Also, für mich ein Win in diesem Turnier. Ich sag's so. Wenn ich Winners Finals gewinne, habe ich eine geringe Chance. Ich müsste, denke ich, noch einmal gegen Bottom Text ran. Und er würde mich vermutlich besiegen können. Die Sache ist nur die, der aus den Losers Finals kommt, müsste 2 Best of Fives gewinnen, während der aus dem Winners Final nur 1 gewinnen muss. Das hieße, wenn ich meine Revanche gegen Matt Cooper für das allererste Tournament bekomme, dann habe ich eine realistische Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Und oh mein Gott, wäre das Hype. Ich schwör's euch, ihr glaubt mir das vielleicht jetzt nicht mal, aber ich hab noch nie die erste Runde hier gewonnen. Es waren eigentlich immer alle 8 da. Und ich hab immer Runde 1 verloren, Losers Round 1 gewonnen. Oh, da war extra nicht der Mesh. Relativ schlau. Oh, oh, was? Was? Cooper hat gerade die Ansage gemacht, dass er nicht Mario gehen wird. Und ich sage es, sein Mario ist der Charakter, der mich letztes Mal besiegt hat. Ich bin deutlich sicherer gegen seinen Bowser. Okay.
Die Sache ist, die gegen Bowser bin ich inzwischen nicht mehr so confident seit einem Little Z Weekly Tournament für Only Heavy Charaktere. Seitdem bin ich dann nicht mehr so confident gegen den Charakter. Aber das heißt nichts. Und Japan liegt gut in Führung. Es scheint so, als würde Bottom Text gerade nicht den Kill bekommen. Man sieht, was er machen will. Down Throw Up Tilt. Er gesagt, inzwischen könnte er sogar Down Throw F Smash kombon. Hier, Matt Cooper schreibt auch so, dass er es super findet, dass ich immer noch an dieses Comeback, das er da gemacht hat, denke. Ich scroll mal ein bisschen im Chat hoch. Am 20. war das erste Tournament. Am 20.04., so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob der Channel darum... Nee, doch, das war das erste. 20.04. Da war das. Hier, Dead Meme bzw. Bottom Text gegen Japan ist gerade ein wirklich, wirklich spannendes Battle. Die Neutral Air. Dead Meme mit der Führung. Also wirklich sorry, dass ich hier beide Namen sage. Das ist ein bisschen verwirrend. Oh, er will jetzt wirklich anscheinend den Early Cheese mit Zackenkack. Also so, für die, die es nicht wissen, das ist einfach die Technik hier. Am Rand einsaugen und runterschicken. Oh, das hätte töten können, wenn der letzte Hit gelandet wäre. 53% trennen die beiden. Das kann Japan mit einer Kombo holen. Aber... wir haben gerade auch gesehen, vor allem im letzten Stock, im letzten Match hier. Dead Meme will hier gar nichts diskutieren. Oh mein Gott, der ist ja... Alter! Ihr seht, warum der Typ crazy ist. Ihr seht, warum ich hier sage, das ist einer der krassesten auf dem Server. Ich glaube auch, er ist der Einzige, der es schon wirklich geschafft hat, einige sehr ausgeglichene Schlagabtäusche mit der Wadler zu haben. Ich weiß nicht, ob an der Ledge ein Grab den Kill holen würde für Bottom Text. Das ist ein Kack! Oh! Schmerzen! Schmerzen! 5 Minuten, Alter! Was ein Match! Ich habe die ganze Zeit in den falschen Discord-Channel geschrieben. Also nicht die ganze Zeit irgendwie. Ab dem Moment, als Cooper geschrieben hat, er wird nicht Mario gehen. Ab dem Punkt habe ich in den falschen Channel geschrieben. Auf Deutsch. Ja, okay. Das waren 3 Nachrichten. Und zwar einmal habe ich geschrieben, wie krass ich es finde, dass ich tatsächlich in Winner Finals bin. Commenting fehlt für die ersten Interaktionen von dem Match, aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Es steht 1-0 zwischen Bottom Text und Japan. Entweder ich oder Cooper müssen gleich gegen den Winner dieses Sets ran. Und man kann sagen, ich kann eigentlich auch relativ optimistisch sein, weil... sorry. Immerhin habe ich beide diese Kämpfer ins Losers Bracket runtergebracht. Wobei man wirklich sagen muss, es lag am Choke am Ende bei Kampf gegen Bottom Text. Und ich bin mir auch sehr sicher, er wird nicht noch einmal den Fehler machen, Luigi gegen mich zu gehen. Also wenn wir nochmal aufeinander treffen, ne? Aber ich sag's so, so wie es aussieht im Moment, ich glaube auch, dass Japan langsam keinen Bock mehr auf K-Rule hat. Oh. Und
ich bin doof. Ich wollte gerade sagen, tut mir auch ein bisschen leid, weil er hat schon gesagt, dass er damit rechnet, wirklich im Video hier bloßgestellt zu werden, überhaupt nichts zu reißen. Aber er hat ja ein Set gegen Arco gewonnen. Und man sieht hier auch, das ist keine schlechte Performance. Vor allem dafür, dass Corrin... Ja, okay. Da kann man sich jetzt natürlich streiten, ob das Argument Corrin ist kein guter Charakter zählt, wenn hier gerade die Casuals im Tournament abgehen. Er gesagt, wenn ich mir so angucke, wir hatten bisher an Charakteren Little Mac und Melinda, beide Low Tier, Low bis Bottom, also ich sag mal nur Low Bottom, nutze ich mal nicht. Beide Low Tier. Dann haben wir hier den Doppel Casual. Ja. Ich hab eine Idee übrigens. Weil ihr seht ja die ganze Zeit dieses Forward Throw into Dash Attack ist nicht true. Nächstes Mal, ich werde versuchen, gegen Koopa wird das nichts bringen, weil wenn er nicht Mario geht, kann er ja nur Bowser gehen, weil er hat sich... Obwohl, nee, warte, scheiße, ich bin dumm. Er hat sich gar nicht mit Mario eingeschrieben, deswegen wird er nicht Mario gehen. Gegen Luigi wäre das nicht true. Und deswegen werde ich da einfach den Air-Dodge, den er machen wird, weil jeder den so macht, lesen. Und wir werden sehen, ob es klappt. Ich bin gerade einfach... Ich bin hyped. So, oh, Dead Meme wieder am Ausrasten, will ein Comeback hier. Oh, was? Oh mein Gott, Dead Meme! Bottom Text! Diese Zerstörung! Es ist vollkommen even jetzt. Aber erstens hat K-Rool mehr Killpower, haben wir ja schon gesehen. Und es ist ein Game Vorsprung für Bottom Text und jetzt auch einige Prozente. Wirklich, ich bleib auch dabei. Bottom Text bleibt für mich hier schon Vorbild als K-Rool-Spieler. Und ich sehe das echt als Ehre an, dass ich hier das Set gegen ihn spielen konnte und dann auch noch das passiert ist, was geschehen ist. Dieses Video ist so sick, Alter. Ich hoffe, ihr genießt es auch. Ich habe richtig Bock, das öfter zu machen. Der Server war jetzt wegen Schule von Koopa und auch mir zum Beispiel als Host. Wir sind halt die einzigen beiden, die regelmäßig hosten sonst. Übrigens, hier Japan, dicke Führung. Ein Hit. Könnte reichen, aber für beide. Oh. Uff, wie close. Hätte der Down Smash gesweetspottet, dann wäre es das gewesen. Die Neutral Airs. Ich muss mir echt mal was die... Der Down Smash! Bottom Text gewinnt. Bottom Text gewinnt. Das sind echt lange Matches gewesen. Ab geht's. Zeit für Winner Finals. Ich gegen Matt Cooper. Cooper? Wo ist... Nee. Koopa, du warst die ganze Zeit da. Er wird als abwesend angezeigt. Ah, okay. Er ist ins Battlefield gegangen. Ich denke, er hat Luigi draußen. Ja. Ich habe gehört, er hat Luigi unfassbar viel trainiert. Ich habe ewig nicht mehr gegen ihn gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt komplett zerstört zu werden. Omega oder? Nein, wir spielen auf Mementos Battlefield. Oh. Hat gelandet.
Ah, schade. Nein, die Doppel-Dash-Attack. Und er hat die Krone. Hä, wie hat mich die getroffen? Hallo? Werden mal nicht größenwahnsinnig. Wo war meine... Ich sag denn nicht größenwahnsinnig werden. Die Kanonenkugel. Übelster Cheese gegen Luigi. Ich dachte kurz, ich land tatsächlich die Back Air. Ich wollte down smashen. Geht er offstage? Nein. Was? Wie schnell kriegt er den raus? Ich wollte backthrown. Er wollte mich stage spiken. Hello there. Ah, dass das getroffen hat, war ein bisschen mies. Aber geh nicht offstage für K-Rule. Mich wundert's ehrlich gesagt ein bisschen. Ich will hier, das soll keine Beleidigung sein, aber ich hätte ehrlich gedacht, der Luigi wäre ein bisschen besser. Es gibt hier einfach, das war ein Freestock. Freestock, er hat einfach viel zu oft Side-B benutzt. Ja, er sagt, das kann natürlich eine Ausrede sein, aber er sagt jetzt auch, er hat halt einfach keine Aufwärmzeit. Und er bleibt Luigi. Komm, ein Game und wir sind in Grand Finals. Ein Game. Wenn ich jetzt gewinne, direkt den da machen. Ach, diese Dash-Attack nervt mich. Und da habe ich ein bisschen gerade verkackt. Aber ich wollte Dash-Attacken. Der Roll Read. Schön Down Smash. Er macht sehr viele Neutral Get-Ups. Man muss auch sagen, ich bin, glaube ich, auch ein gutes Stück besser seit unserem letzten Face-Off geworden. Die Abi Mist. Ich habe oft das Gefühl, ich werde nicht besser, aber dieses Tournament beweist es mir endlich einmal. Ich werde besser. Oh, da wollte er. Das ganz cheeky. Comeback. Um instant wieder im Game zu sein. Schafft er aber nicht. Ich werde nicht nochmal rollen. Ich bin so dumm. Warum hitte ich Luigis Schild? Nein, Timing verkackt. Also, einige dieser Gameplay-Entscheidungen wundern mich. Ach, schade. Sehr, sehr tolle Interaktion. Ach, scheiß Luigi. Ich hab gedacht, er punisht mit Down, Up B. Nein! Was? Was?
Das war so sad. Die Dash reicht noch nicht. Lol, er hat mich offstage gezogen. Nein, ich werde nicht nochmal dein Schild hitten. Nein! Er hat die Rolle gemacht. Ich habe ehrlich gesagt, für die wäre er sich zu schade. Komm schon, kein Choke. Kann er recovern? Ja. Nein! Ich bin in Grand Finals! Ich bin in Grand! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter, Leute, ich bin in fucking Grand. Hä? Oh. Uff. Winners Finals ist ja auch schon Best of Five. Scheiße, ich Idiot. Ich bin einfach Pop-Off des Todes. Wir wurden beide gehittet, aber... Er nutzt wirklich viel Dash Attack. Wundert mich eigentlich. Ist wirklich nicht gerade Luigis bester Move. Okay, ich habe zwar verkackt, ihn Upbeat zu punishen. Nope. Good luck. Er ist wieder raus. Komm, wir holen auch das noch. Ich weiß nicht, wie stark Luigi Down Air genau ist, aber ich glaube ehrlich gesagt, die würde nicht mal töten, wenn sie trifft. Was? Komm, deine Mutter ist ein Sweet Spot. Ja, und das ist es. Wie? Oh, so will er recovern. Und er macht keine Get-Up-Attack. Nein, ich wollte Down Smash. Ich bin auf Throw-Kurs gerade. Okay, er liest meine Sprünge. Scheiße, Alter. Etwas seltsame Offstage-Interaktion, meiner Meinung nach, hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Ah, fuck, Luigi Downbeat, Alter. Yeet, ich mag keine Stage-Spikes mit Casual Neutral B. Ich mach die nicht. Und ich darf da auch nicht immer springen. Ich muss adapten. Der Cheese! Der Cheese! Der ganz große Käsekuchen! So groß ist der! Wir sind in Grants! Wir sind in Grand. Matt Cooper gegen Bottom Text. Um Grand Finals.
Alter, ich glaub's nicht. Ich bin einfach in fucking Grand Finals in der Winner-Position. Man muss natürlich auch sagen, es war ein bisschen mies jetzt für ihn, dass er keine Zeit zum Aufwärmen hatte. Digga, als ob. So, Matt Cooper hatte jetzt natürlich auch das Calril-Training. Das ist ein bisschen dumm. Japan hat in Winners 2 gegen mich gekämpft. Ja, da ist halt sofort wieder der Cheese. Luigi kann nicht recover. Aha, was? Was macht Luigi Downbeat eigentlich nicht für einen? Was macht diese Downbeat nicht für einen? Oh! Spot Dodge Read. Der Spot Dodge Read. So, Japan ist mal weg. Ist ja auch nicht mehr wichtig, denn nur noch Bottom Text, Cooper und ich sind im Tournament. Und die beiden streiten sich jetzt darum, wer von beiden im Grand Final Set gegen mich kämpfen darf. Er gesagt, eventuell den Grand Final Sets. Das ist eben die Sache. Da ich von der Winner's Side komme, habe ich einen Vorteil, was das angeht. Aber ich muss sagen, dieses ganze Turnier lief besser, als ich dachte. Trotzdem rechne ich damit, dass es letztendlich ein Grand Finals von mir gegen Bottom Text geben wird, in dem er beide Sets für sich entscheiden kann. Einfach, der Sieg, den ich gegen seinen K-Rool hatte, war halt relativ unverdient, ehrlich gesagt. Er hat meinen K-Rool gedownloadet, outplayed, er wird nicht mehr auf Luigi gehen. Und wenn er nicht choked, jedes Match gewinnen. Ich müsste es halt mal schaffen zu taggen. Aber ich kann offline. Ah. Aber online schaffe ich es fast nie. Trauriges Game One. Ich kann mir vorstellen, dass Cooper switchen wird. Er schreibt in der Sekunde, ich switche. Beide switchen? Es gibt ein Luigi. Nee, ich bin dumm. Cooper switcht ja von Luigi weg. Ich dachte kurz, wir hätten jetzt das Luigi-Ditto. Aber es ist Bowser gegen Luigi. Ob das gut ist für Cooper? Ich meine, er ist nach der fetten Echse, mit der er jetzt kämpft, benannt. Wie gesagt, es ist sein Profile-Picture, auch wenn ihr das nicht seht hier. Es stimmt, er sagt, Heavy Luigi Matchup ist jetzt andersrum. Oh, ich glaube, sein Bowser hat trainiert, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, der Kampf ist erst kurz, aber oh mein Gott! Was, Cooper? Was war das für ein Anfang? Natürlich, mit Luigi-Kombos gegen Heavies kann Deadmeme das durchaus comebacken. Aber das ist ein stabiler Lead für Cooper. Oh, aber er macht diese Down-Air, die man... Was? Oh mein Gott! Bottom-Text! 3:1. Das sieht aus, als wäre es Coopers Game. Wir haben heute schon Comebacks von 3:1 gesehen. Aber es sieht gut aus. Apropos, es sieht gut aus. Mein Laptop ist nicht wirklich warm im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin. Wenn wir jetzt die hätten wir jetzt die Zero to Death gesehen. Schöner Roll Read mit der Down. Der Down Smash Roll Read?
Nein, das klappt nicht. Diese Okay. Matt Coopers Bowser ist besser, als ich ihn im Kopf hatte. Oh, das war ein bisschen mies. Oh. Das ist kritisch. Er macht den großen Fehler, nur mit Downair oder Downbeat zu landen. Ich habe auch schon mal gegen einen der Leute hier in Game 3, nachdem es 1-1 stand, Bowser gespielt und habe letztendlich verloren, weil ich den Fehler auch gemacht habe. Der F-Tilt. Das Missfire, nein! Und warum wundere ich mich, dass es Game 3 gibt? Wir spielen hier Best of 5. Das Missfire hat komplett... Es hat ihn auseinandergenommen. Oh, jetzt gibt's der Tevi-Matchup. Bottom-Text geht wieder auf Casual. So, es geht schon mit viel Schaden los. Ich habe gerade noch mal reingeschrieben. Ich habe eine Sekunde weggeguckt. Und Bottom Text ist tot. Ich habe nur den F-Smash gesehen. Ich wollte gerade sagen, aber K-Rool kann definitiv Bowser edgeguarden. Aber andersrum auch. Oh, schön. Das gefällt mir. Die Kanonenkugel hätte ich an seiner Stelle früher geschossen. Die Down-Air funktioniert manchmal, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Bottom-Text noch oft drauf reinfällt. Aber wirklich, dass Coopers Bowser hier gerade so abgeht, wundert mich echt ein bisschen. Das ist 3-2... Was? Wie gesagt, das ist derselbe Spieler, gegen den ich die meisten Bowser-Clips aus meiner ersten Montage geholt habe. Dieser Kerl, der gerade Bottom-Text... mit Bowser auseinanderpflückt. Oh, der Upsmash fast. Gegen Bowser weiß ich halt nicht. Die Sache ist die, meine Hoffnung ist, dass zumindest für ein, zwei Games auch in Grands Cooper auf Luigi bleiben würde. Ich meine, ja, ich habe gerade seinen Luigi zerstört. Aber andererseits, weil ich seinen Luigi gerade zerstört habe. Ich wollte gerade sagen, andererseits weiß er, dass ich seinen Bowser wirklich gut raus habe. Und ich sehe auch schon einige Schwächen. Der Air Dodge! Oh mein Gott! Matt Cooper in der Führung! 2-1! Matt Cooper hat den Matchpoint! Bottom-Text, Alter, was? Ah, er hat aus Versehen nochmal, er hat halt einfach Miss-Input. Der Air-Dodge war keine Absicht, kann man sich vielleicht denken. Cooper fragt erstmal, was kommt als nächstes? Zufälligerweise erstmal euer vielleicht letztes Game? Oh nein, WarioWare, da stirbt man ja so früh wegen den Wänden. Vor allem natürlich an der Omega-Version. Digga, dieser Cooper, dieser Bowser! Was ist mit ihm passiert? Ich erkenne diesen Bowser nicht wieder! Der Roll Read! Ich erkenne diesen Bowser nicht wieder! Wo kommt der her? Was? Was? Wo kommt dieser Bowser her? Jetzt mal im Ernst, ich habe gerade legit Angst. Weil, Junge. Okay, ich sag's wie es ist. Ich hab jetzt vor beiden Angst. Vorher
hier nicht übel nehmen. Hatte ich vor Cooper nicht... Ah, das macht er gerne, sich bei K-Rool retten lassen. So habe ich auch gegen ihn verloren damals im ersten Turnier. Weil ich ihn gerettet habe. Da war die Risky... Oh, das ist kein Kill, weil er nicht an die Stage schießt. Ich habe Angst vor beiden. Aber trotzdem, um das hier nochmal klar zu machen. Ich schwöre euch, vielleicht kann ich euch nochmal die anderen Brackets zeigen. Oh, ganz ungünstige Landung. Vielleicht kann ich euch die anderen Brackets nochmal zeigen, aber ich war noch nie überhaupt nach Losers 2. Wobei man sagen muss, dass ich auch in 2 der 3 Turniere hier auf dem Server gegen denselben Typen Match verloren habe. Oh, das könnte ein dickes Comeback werden. Du musst ganz dringend aufpassen, Cooper. Er will dich cheesen, das sieht man. Die Down Air allerdings. Oh. Das könnte ganz groß werden für Bottom Text. Die Downbee! Oh mein Gott! Cooper! Holt einfach 3 Games in Folge! Es ist Zeit. Grand Finals. In einer Minute, ich muss nämlich kurz hier. Er sagt, er geht nicht auf Luigi. Hallo? Warum schaltest du um? Ich will hier weiter einstellen. Er geht nicht auf Luigi. Jetzt ist es soweit. Grand Finals. Ich gegen Matt Cooper. Die wahre Revanche. Die einzige wahre, große Revanche. Los geht's. Game One. Ich habe wirklich Angst vor seinem Bowser. Ich bin doch hier jetzt. Er kann das Ding holen. Er kann das Turnier holen. Sein Bowser hat so viele Level-Ups bekommen seit meinen letzten Matches gegen ihn. Das ist nicht mehr derselbe Charakter. Das ist nicht mehr... Nein, ich bin dumm! Was für ein Bullshit! Wo war meine Downbee? Das könnte eine Vorentscheidung für Game One sein. Ganz dummer SD. Nein, ich bin nochmal gerollt. Oh mein Gott! Bin ich lost? Nein, die Instant Upbeat. Ich dachte, ich könnte da jetzt ganz schnell was holen. F-Tilt. Nein, er hat weiter zur Seite gelenkt, als ich dachte. Aber es ist noch ziemlich even.
Dieser SD könnte mir das Spiel kosten. Oder auch nicht! Comeback! Also irgendwie, ja doch, Comeback schon. Er hat schon gesagt, sorry, dass er nicht gehomestockt hat. Ich habe auch geschrieben, Junge, das ist Grand. Da erwarte ich keine Homestocks. Das ist Grand Finals und ich lieg vorne. Es scheint so zu sein, es kann sein, dass einfach Bottom Text keine große Erfahrung gegen seinen Browser hat. Aber wenn ich so selber spiele, wirkt er doch deutlich ähnlicher als zu früher als vorher. Die Triple Dash Attack hat nicht geklappt. Ach, schlecht von mir. Das allerdings nicht. Das schon. Ich bin so lost! Das hätte ich haben müssen. Ich wusste, dass er auf den Grab geiern wird. Boah, wird auch Zeit. Nein, ich hab gedacht, er liest einen Jump. Nein. Er liest mich gerade wie so ein fucking Buch. Nein! Den Punish hätte ich dringend gebraucht. Und das ist mies. Das Game scheint seins zu sein. Digga, Bowser's Forward Aerial Range. Was? Der F-Smash? Ja! Der Down-Smash? Ich vergesse immer, dass Bowser unrealistisch schnell ist. Nein, ich hab Neutral Erd. So. Jawohl. Nein! Digga! Nein, ich habe aus Versehen geairdodged. Backthrow? Jawohl! Ja, ich habe den Fehler nicht wieder gemacht! Genau so hatte ich letztes Mal verloren. Digga, das schreibt eine Geschichte. Ein Game, dann habe ich das Turnier gewonnen. Das hier könnte das letzte Match sein. Er hat sogar geschrieben, er hätte es nicht versucht, wenn er gewusst hätte, dass ich wirklich dieses Mal den Adapt raus habe. Ich bin in beiden Matches dumm gestorben und habe trotzdem gewonnen. Nein, das sollte ein F-Tilt sein. Ich glaube, ein F-Tilt hätte gehittet. Alles klar. Digga. Calm down.
Schade. Calm the fuck down. Nein, ich rette dich nicht. So, ich mache hier gerade wieder die Rollen, die eigentlich eine schlechte Angewohnheit von mir sind. Aber nicht, weil ich die schlechte Angewohnheit wieder aufnehme, sondern weil ihr offensichtlich seht, es funktioniert. Der Spot Dodge. Oh, diese Up-Tilts. Die decken alle Optionen ab. Ach, scheiße. Und ich bin auch blöd. Warum gehe ich da rein? Okay, Jab. Oh, ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass er so landet. Da muss ich risky recovern. Nein, ich wollte gerade down smashen. Ich habe geschildet. Nein, und down verkackt. Ich mache viele Fehler gerade. Aber egal wie das hier ausgeht, dicken Respekt an dich, Cooper. Du bist deutlich besser geworden, seit ich dich das letzte Mal bekämpft habe. So, war aber auch Zeit. Ich stelle mich in die Mitte. Wenn Bowser parried, habe ich nichts zu lachen. Er ist in einer absoluten Vorteilssituation. Nein! Ich bin gerade ein bisschen pissed, dass ich da nicht punishen konnte. Oh mein Gott, das war ein Fehler. Nein! Das hat nochmal geklappt. Ist er tot? Er ist tot, oder? Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie close! Also, ich sag's wie es ist, wenn er jetzt das Turnier gewinnt. Ich meine, mir fehlt legit ein Win, um's zu holen. Er müsste jetzt 5 holen. Er gesagt, okay, wenn er jetzt die nächsten 2 holt, dann muss ich auch wieder 3 holen. Aber komm, es ist mein Turnier. Warte. Wisst ihr, was passiert ist?
Cooper hat anscheinend überlesen, dass es noch ein Set 2 gibt. Und deswegen hat er jetzt bereits das Ganze verplant. Wir haben uns jetzt geeinigt, ob ihr es glaubt oder nicht. Denn er hat gesagt, er muss dann aufgeben. Aber wirklich, ich sehe es nicht ein, dass nach der Nummer er das Ganze hier nicht gut geschrieben bekommt. Wir haben uns geeinigt. Es ist ein Unentschieden. Cooper und ich haben das Tournament beide gewonnen. Es ist... Was ist das? Das Problem ist, es tut mir echt leid. Aber das ging gerade zu schnell. Ich konnte Game 5 nicht saven. Es war wieder ziemlich close, aber letztendlich hat er es geholt. Ich konnte Game 5 nicht saven. Aber Cooper hat hier das Comeback gemacht. Wir wären in Set 2 gegangen. Er hatte jedoch keine Zeit mehr. Und damit ist das Turnier zu Ende. In einem Unentschieden. Mein Fazit ist, es war saugeil. Ich habe so viel besser abgeschnitten, als ich dachte. Riesenrespekt an Matt Cooper. Junge, was hast du denn hier gemacht? Dein Luigi, das ist halt die Sache. Das ist dir, denke ich, auch selber aufgefallen. Dein Luigi hat nicht geklappt. Aber dein Bowser hat zerstört. Und das war's mit diesem großen Tournament-Video. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas rauskommt. 2-3 Games habe ich verpennt zu saven. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber trotzdem, sonst haben wir alle, ich hatte eh damit gerechnet, dass wir nur meine Games haben, weil eigentlich geplant war, dass wir in 2 Arenen splitten, wenn wir 8 Leute sind und alles. Fazit, saugeiles Turnier. Danke an alle, die mitgemacht haben. Wenn ihr zukünftig auch bei so etwas mitmachen wollt, joint dem Discord in der Beschreibung. Die großen Sieger des Cooper Castle Tournament Server Comeback Tournaments sind Matt Cooper und Günther aus der Dönerbude. Das ist wirklich geil. Danke ans Zugucken. Ich bin gerade wirklich ein bisschen fertig. Danke fürs Zugucken, es war saugeil. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann hier wieder. Bis bald und ciao.